Hi, I'm Paul Brody, a Berlin-based composer and sound installation artist. I'd like to invite you to my Love and Democracy sound installation here at the Akut Art Center. Love and Democracy is a playful musical composition inspired by the recordings I've done of both German and American writers, mostly poets. It's a series of musical translations based on not only the text, but on the voices of the poets themselves. Please listen on for a sneak preview and check below for the list of when the events are. There are four events throughout the year. And for the list of amazing writers who've contributed to this project. Hope to see you there. Mein Name ist Gregor Dotzauer. Ich bin Literaturkritiker und Essayist und ich lese Ihnen aus meinem Buch Schläft ein Lied in allen Dingen über Musik, Moment und Erinnerung. Am frühen Abend, wenn ich noch einmal aufbreche, um mir die innere Unruhe aus den Beinen zu laufen, erwacht das Viertel, in dem ich lebe, zu einem riesigen Mandelkonzert. In den Straßen ringsum ebbt der Verkehrslärm ab, das Rauschen der Autobahn weicht einem Summen, und in der hereinbrechenden Dämmerung verblassen die Umrisse der vertrauten Stadt zugunsten einer ganz anderen, einer akustischen Ordnung. Ich weiß inzwischen genau, in welchen Stockwerken Klaviere wohnen und in welchen Kellern Schlagzeuge ihr Dasein fristen. Ich kenne die Geigen und die Blockflöten. Auch sonst gibt es auf meinem Parcours zwischen den letzten Bierkneipen, aus denen noch deutscher Schlager weht, und den Shisha-Bars, die Gangster-Rap auf den Gehsteigpumpen, kaum etwas, das es nicht gibt. Eine Akkordeonschule, einen Konzertsaal für alte Musik und einen Jazzclub, der hinter aquariumsartigen Fenstern allwöchentlich zu Jam-Sessions einlädt.
Mein Name ist Uliana Wolf. Ich bin Lyrikerin, Übersetzerin und in meinen Gedichten geht es oft um die Wanderbewegung von Worten, Zwischensprachen, um falsche Freunde, um mehrsprachiges Schreiben. Herz, H. Man hatte sich so sehr ein Herz gefasst, dass es bei Ankunft kaum vorhanden ist. Die steile Treppe bringt alles ans Licht. Was oben zerspringt, diese Bande kann unmöglich einem selbst gehören. Heinrich, das Stethoskop. Es gibt kein Versteck. Bei heimlichem Stillstand werden die ausbleibenden Schläge gezählt. Im Scharren der Wartenden noch jedes Rasen abgesondert. Hello? Und die Gesundheit? In 36 Sprachen horcht man durch die Kleider auf den wunden Punkt. Ich bin Donna Donseifer und ich komme aus Seattle, Washington, in den USA. Und ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Model City, Musterstadt auf Deutsch. Und es geht um die Idee, ideale Städte zu bauen und wie das schiefgehen kann. It was like walking through your neighborhood one snowy night with a new friend who lived there long ago, watching him point to long-gone restaurants and stores that used to make up the streetscape. It was like slowly becoming aware one winter that there are new buildings going up all over your city, and then realizing that every single one of them is a hotel. It was like thinking about all those empty rooms at night, all those empty rooms being built to hold an absence as you lie in your bed at night, unable to sleep. It was like the feeling of falling through the O in hotel as you almost fall asleep in your own bed, the bed that you own, caught at the last minute by ownership, the ownership of your wide awake self. It was like giving in to your ownership of yourself and going to the window, looking out at all the softly illuminated versions of the word hotel, announcing their shifting absences all over the city. It was like wondering how many other hidden desires are in plain view as you are driven away from a neighborhood with no sidewalks, its white columns toppled one by one in the rearview mirror. It was like walking through the city park after finishing work for the day and noticing that the trees have white tags tied around their trunks and, on closer inspection, that the tags contain numbers. It was like thinking about the numbered trees living arboreal life outside numbers, though the rings accumulating inside the trunks are also engaged in a form of counting. It was like walking back home past the facade of a new hotel on which large white room numbers are painted under the windows so that the travelers are turned into lab rabbits in the experiment of traveling. It was like taking digital photograph after digital photograph of lilac bushes in the city park, moving with your digital camera right into the lilac bushes because you are in love and out of your mind.
Ich bin Michael Krüger, Jahrgang 1943, noch im Krieg geboren, in Berlin zur Schule gegangen, mein ganzes Berufsleben in München und London verbracht und komme jetzt als alter Mann wieder zurück nach Berlin. Ich war 2 Jahre mit einer Leukämie an ein kleines Holzhaus im Wald über dem Starnberger See gefesselt. Und in diesem kleinen Holzhaus, eine Art Versteck, sind 50 Texte entstanden, die ein bisschen was von meiner Existenz und dieser Existenz in der Natur zeigen sollen. Durch die kahlen Zweige kann ich den See blinken sehen, der in der Sonne wie ein großes Fass Quecksilber aussieht, das gleich überschwappt. Der Himmel ist nun endgültig leer, seit keine Flugzeuge mehr fliegen dürfen. Früher hätte man gesagt, Gottes Stunde ist angebrochen. Durch die kahlen Zweige kann ich den See blinken sehen, der in der Sonne wie ein großes Fass Quecksilber aussieht, das gleich überschwappt. Der Himmel ist nun endgültig leer, seit keine Flugzeuge mehr fliegen dürfen. Früher hätte man gesagt, Gottes Stunde ist angebrochen. Durch die kahlen Zweige